Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Ich bin krepiert. Weil ich es wieder mal ganz genau wissen wollte. Ja, toll. Scheiße. Ja, wir haben noch 30% Gas. Was, wie schaut es hier aus? 46. Ah, nehmen wir mal den. Kurz mal gucken, wo wir hin müssen nochmal. Da müssen wir hin. Querfeld ein. Da die Straße runter. Links. Hinter der Brücke. Zweite links. Hinter der Brücke. Zweite links. Gut. Ja. Will ich nicht weiter kommentieren. Ist nur richtig bescheiden gelaufen. Dass natürlich noch ein Ferrari drum kriechen muss. Und gut, mit Zombies habe ich ja gerechnet. So ist es ja nicht, aber. Dass da auf einmal von allen Seiten, dass sie da kommen und ich dann nur durch den Boden fall. Das ist letztendlich das, was mir sowieso das Genick gebrochen hat. Ja, das war etwas ungünstig. Mann, 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 Mann. Ich will hoffen, dass wir es dahin schaffen mit unserem Mini-Bike. Zum Glück haben wir noch ein Minibike. Vielleicht sollten wir noch mal ein zweites normales Bike bauen. Würde ja, wäre gar nicht so verkehrt. Es sei denn, wir haben natürlich irgendwann noch mal einen Jeep, dann hat sich das so erledigt, wenn wir nicht 30 Bikes haben. Fuck. Hoffentlich reicht tatsächlich der Sprit noch bis da. Ach Mensch. Was ein Elend. Was für ein sinnloser Tod. Aber es musste natürlich dann auch wieder ein kaputter Boden da sein. Es musste natürlich wieder ein kaputter Boden sein. Wir fallen wieder durch. Musste ja wieder passieren. Mache ich natürlich alles immer mit Absicht. Ne? Also, das ist ja nun alles mit Absicht, dass ich extra durch den Boden falle, um euch ein bisschen Show zu liefern. Ne? Es ist ja so wie. Wie beim Wrestling auch. Also müssen wir so ein bisschen Showkämpfen hier. Ja, wer es denn glaubt. So, noch 32. Ja. Könnte doch so langsam knapp werden. Mann. Das hätte doch wirklich in die Not getan. Aber das ist ja das, was ich sagte. Ich muss mir, glaube ich, mehr angewöhnen, tatsächlich mehr mit Schusswaffen durch die Gegend zu laufen. Aber wir haben ja auch nicht viel Munition. Deswegen behalte ich immer alles möglichst zu Hause, damit ich es eben nicht unterwegs mal eben verbrate. Weil sonst hängst du nämlich da vor der nächsten Horde, denkst du, ah Mensch, ich müsste doch eigentlich noch Shotgun-Munition haben. Ja, nee. Hast du erstmal eine Kirche geklärt. Ja. Hm. Und schon sind wir jetzt 20, 30 Schuss wieder für Mors. So ist es doch im wahren Leben. So, da ist die Brücke, das heißt die zweite links, ne? Die zweite links, dann kommen wir in das. Hey, Moment mal. Da links? Ja, doch, hier oben. Ja, die erste rechts dann, nicht die zweite links. Die erste rechts. Ja, schieße ich im Schneebiom. Das ist ja kein Sinn, dass wir gen Süden fahren. Ach ja. Tja, so kriegt man einen Tag natürlich auch rum, ne? Aber das Talent habe ich ja sowieso, dass ich dann einfach mal einen Tag verbrate. Denke mir, okay, kannst ein bisschen rumlooten, kannst ein bisschen gucken. Nein, dann muss erstmal dafür sorgen, dass du dann wieder ein zweites Mal hingefahren kommst, dass du dann den Rucksack wieder einsammelst und so weiter. Ja, ein Elend. Warte mal. Meine ich doch auch irgendwie die Ausfahrt hier verpasst. Noch 17%.
Benzin wird aber auch 1 zu 1 runtergecountet. Oh meine Güte, was wird da verbraten an Benzin? Das reicht ja gerade mal, um da hinzukommen. Aber sehen wir mal, gut, so als Notnagel ist natürlich verkehrt. Sonst hätten wir das Fahrrad nehmen müssen, das ist ja auch nicht so geil. Hätte natürlich auch Benzin noch mitnehmen können. Das wäre natürlich noch eine Strategie gewesen, aber man vertraut ja darauf, dass das reicht. Und das reicht auch. Bei 10% gleich noch. So. Perished. Wollte doch nur gucken. Ah, da hängen noch ein paar rum. So. Mal kurz einsacken, Kameraden. Mal schauen, dass nicht gleich die Zombies rausgelaufen kommen. Das kann natürlich auch gut sein. So. Dann packen wir mal das Minibike mal eben da rein. So. Okay. Draußen stand eben auch noch ein Zombie. Den kaufen wir uns mal eben. Dass der uns gleich in den Rücken fällt. Ich muss schon wieder kommen. Vielleicht werde ich hier vorne mal die Tür aufschlagen. Dann können wir vielleicht schon den einen oder anderen Zombie nach draußen locken. Dann haben wir es vielleicht einen Ticken einfacher. Ma. Hey. Nicht so, mein Freund. Nicht so, mein Freund. Ich hab's dir gesagt. So. So. Sieht schick aus, ne? Muss man ja sagen. Ich hab einen anderen Zombie schon mal. Ach. War ja wieder nur ein. Ja, richtig. Ja. Stimmt. Ist alles drin. So, nachgeladen hatte ich. Der Stein. Ach, hier vorne ist das, ne? Schweinebacken, nur ehrlich. Alle Schweinebacken. Aber ist auch fies gemacht, ne? Richtig fies gemacht. Ich finde es lustig, aber trotzdem sehr, sehr fies gemacht. Ja, wir müssen. Hallo? Hallo, Zombie? Du bewegst mal einen Bolzen wieder. Hm. Okay, gut. Okay. Das, ja, sagen wir einfach mal, der passt schon. So, na gut, dann müssen wir uns hier wahrscheinlich reinschlagen. Wir gleich mal alles aufmachen. Natürlich nur gucken und vorsichtig sein. Irgendwo hängen natürlich noch hier Ferale rum. Oder ein Ferale zumindest. Ja, da höre ich ihn doch schon. Da ist er doch. Moin! Was ist hinter dir, mein Freund? Oh, da ist noch einer. Wow. Hallo. Moin. Bleib liegen, habe ich dir gesagt. Oh. Oh, da ist noch ein Feraler. Ja. Nein. Eine Armlänge Abstand, habe ich dir doch schon mal gesagt. Uff. Oh, nicht.
ich Probleme. Ich hab Probleme. So. Und die nächsten Kriecher, die frieren so langsam. Oh. Ah, okay. Was ist denn das hier? Schnell rein. Boah. Wollen sonst den Arsch abfrieren draußen. Draußen erstmal die Pumpe erstmal nachladen. Puh. Weiß ja nicht, was hier noch rumkrebelt. Warum weiß ich nicht. Sind das noch Ferale oder was war das hier gerade? Hört sich fast nach Feral-Geschrei an. Moin. Scheiße. Ich muss weg. Ich komme nicht an den scheiß Rucksack ran. Scheiße. Mann. Auch kein Benzin und nix. Ah, Mann. Meine Fresse, ey. Uff. Ich muss leider einmal zwischenfahren. Das Problem ist, ich habe natürlich auch zu Hause nichts mehr an heilenden Bandagen. Wir müssen echt mal wieder sehen. Das war Aloe Vera und sowas alles. Lass das mal anpflanzen. Ich würde das ganz gerne noch heute gewuppt kriegen, wobei ja, 17:20 ist ein bisschen schwierig. Vor allem bei 5%. Bei 5% ist das so eine Sache. Ich kann es natürlich auch nicht riskieren, dass der Rucksack da liegen bleibt. Das speichert er ja nicht. Das ist das Problem. Der wäre auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahmesession wieder weg. Deswegen müssen wir das irgendwie noch gewuppt kriegen. Vor allem, wir haben es eben halt 17:30. Wir haben 17:30. Das ist nicht krass. Ach, Mensch, ey. Na? Wir haben gleich kein Benzin mehr. Und hier sind auch schon alle Autos weggelootet. Oh Mann. Das sind wieder schwierige 2-3 Folgen, die wir hier wieder haben, weil wir wieder völlig unbedarft wieder irgendwo beigehen.
Und das wird es gleich gewesen sein. Mich jetzt. Komm ich mal über den Berg hoch. Ach. Tut mir leid, Bike. Ja gut, das Stückchen können wir auch noch laufen. Wo wir hätten, das hätten wir nicht noch. Ja gut, ich habe das Mini-Bike auch noch. Da muss er wieder hin und her laufen. Oh, das ist doch wieder elend. Das ist doch wieder so richtig, richtig für die Grütze. Richtig für die Grütze. So. Komm, setze mal das Bike hier hin jetzt. Ich mach's mir aber auch richtig wieder richtig leicht heute. Oh Mann, du, ehrlich. Was für ein Tag. Ja, so ein richtiger Tag zum Vergessen, oder? Oh Mann, du, ehrlich, ich sag's doch. Schwieriger kann es kaum werden. Und wir wollen wieder eine ganze Folge damit verbraten, hier mit dem Bike irgendwie durch die Gegend zu fahren. Völlig sinnbefreit. So, gucken. Ja, aber ich sag ja, hätten wir Munition, dann hätte man da vielleicht auch mal ein bisschen eher noch was machen können. Ja. Das nutze ich erstmal benutzen. Bums. Erstmal ein bisschen auf Wallung machen. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir nochmal ein paar Schmerztabletten mit. Da können wir erstmal so ein bisschen was mitmachen. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Dann würde ich ganz gerne von den Klamotten noch ganz gerne mal den Ledermantel mitnehmen. Auch nicht so der dollste, aber da ist am wenigsten schon mal nicht ganz verkehrt. Und was essen müssen wir auch noch. So, haben wir noch was Leckeres da? Ich meine, wir haben schon viel Fleisch da, aber zu essen. So. So. Stamina 15% zumindest. Wasser 24, Stamina 15. Mann, was für eine schwierige Folge. Folgen. Ja, aber zumindest haben wir schön viel Fleisch. Das freut mich allerdings. Mit dem, was wir dann noch alles dabei haben, da können wir schon mal ein bisschen was machen. So. Dann packen wir das mal wieder da rein. Den ziehen wir uns mal an. Und dann düsen wir mal gleich wieder los. Ah, halt. Das haben wir vergessen. Den ziehen wir vergessen. Bandagen haben wir ja noch nicht. Das wird aber echt scheiße knapp, ne? Das wird richtig, richtig knapp. Das wird richtig, richtig fies knapp. Ich will zumindest nur meinen Rucksack holen. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. 19 Uhr. Ich sage, der ist sonst weg am nächsten Tag. Überhaupt nicht mal. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Vielleicht hält er auch ein paar Tage. Und du weißt ja, wie das ist mit dem Schlafsack, mit dem Landclaim-Block und sowas. Du weißt immer nicht genau, wie lange hält das jetzt konkret. Deswegen würde ich den lieber eher heute als morgen holen. Weil da war nämlich noch ordentlich Fleisch drin. Da war noch das Grace-Fleisch drin. Das möchte ich nicht so unbedingt verstreichen lassen.
So. Das da rein. Das da rein. Poncho da rein. Das können wir dabei lassen. Zack. So, und einmal auffüllen. So. Nächste Runde. Würde es diesmal klappen? Vielleicht sollte ich keine Prognose abgeben, das wäre vielleicht gesünder. Also, wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal zur Kirche sehen, dass wir da den Rucksack rausholen und das ist gut, dann hauen wir ab. Das ist aber auch wieder mal so ein Indikator dafür, wir brauchen mehr Munition, damit wir auch wirklich mal einfach mal sagen können, so, wir nehmen einfach mal eine Pistolette mit. Muss ja nicht jedes Mal der Shotgun sein. Aber dass wir dann einfach mal loslaufen, ein bisschen Munition dabei haben und dann auch so ein Haus auch mal clearen können. Weil es kann ja nicht sein, dass wir in 2, 3 Folgen immer mal am Sterben sind und nicht mal ein so ein Haus gelootet kriegen. Also, eine gut, die Kirche, es war jetzt auch nicht mal eben so ein 0815 POI, das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Aber nichtsdestotrotz, das muss ja mal drin sein, sowas. Weil wir sind ja vom Level her ja auch noch gar nicht so schlecht, dass wir das nicht auch wuppen können. Also schnell rein, Rucksack orten und wieder raus, nach Möglichkeit. Den Haupteingang haben wir schon freigespielt. Ich sag mal, die schlimmsten Zombies haben wir auch schon wieder nach Hause geschickt, hoffe ich. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben noch 2,5 Stunden. Dann fangen sie an zu laufen und dann sind sie unberechenbar, da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu. Alles andere wäre dann erstmal egal. Hauptsache, wir kommen erstmal aufs Bike. Das wäre erstmal das Wichtigste. In der Nacht fahre ich dann auch gerne auf dem Bike nach Hause. Das ist nicht so das Problem, aber alles andere. Zumindest kenne ich den Weg schon mal auswendig. Glaube ich. Und irgendwann habe ich auch mal die Zombies, die alle kaputt, die auf dem Weg hier rumfahren. Naja, rumfahren, rumlaufen. Du bist nass. Das ist ein Ding. Krebeln natürlich gleich schon wieder einer rum. Ah, so will ich das sehen, genau so. So, mal Gau nachladen. Mal reinmarschieren. So, Frage. Ist da? Achso, das muss hier unten im Keller sein wahrscheinlich. Das ist alles gut. Guck mal eben, ob der könnte hier sein. War das der Durchgang, den ich gesehen hatte? Auf der, von der anderen Seite? Wahrscheinlich, ne? Hm? Okay, der muss da sein. Der muss noch eine Etage tiefer sein. Hier ist hier vielleicht runter. Nach oben. Scheiße, wo ist denn das? Ist das denn? Muss irgendwo da sein. Vielleicht doch da oben. Hm.
könnte hier sein. Nee. Also doch, muss er doch unten im Keller sein. Das muss hier irgendwo... Hier muss das sein. Hier auf der Ecke. Hier irgendwo drunter. Ja, ich bin da mal hin. Geht das denn hier runter? So, du hast hier... Muss hier irgendwo, muss es hier Weg nach unten geben. Das ist ja nicht meiner, ne? Profiger Rucksack, glaube ich. Nee. Was ist denn der schöne Kram? Hier vielleicht. Was? Hier könnte es natürlich sein. Gut. Machen wir uns das mal einfach. Ich dachte, wir könnten vielleicht von hier oben eher drauf zugreifen, weil ich nicht weiß, wie ich nachher hier hinten sonst wieder rauskomme. Dann... Oh Gott, den machen wir noch platt. 21 Uhr fast. Scheiße. Stamina! So. Dann gehen wir doch durch den Keller wieder rein, weil sie ist ja sonst. So, hier sind wir runtergefallen. Und wie kommen wir hier wieder raus? Das ist ja die Frage. Scheiße, noch ein Verräter. Ich sehe mich schon wieder sterben. Ah, fuck. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Mist. Mist. Wir haben 48%. Ah, Mist. Braucht dringend Tabletten. Ah. Mist. Fangen gleich an zu laufen, wenn ich mich ein bisschen beeile. Noch mehr? Ach, hier bin ich da runtergesprungen. Okay, dann kann ich dir vielleicht mal von der anderen Seite holen. Ist alles gut? Scheiße. Oh, ich habe irgendeine geile Schematik bekommen. Na geil, ob die geil ist, wissen wir noch nicht. So, wo ist das Mistvieh? Hier runter, dann bin ich hier lang. Besser. Ah, nein! Was kann ich noch irgendwas weg? Nein! Halt! Nein! Hm. Nein! Scheiße! Tabletten. Nein! Ach, Mist. Ich muss weg. Mann. Nein. Boah. Heilige Mutter.
Lass mal kurz was essen. Was trinken. Boah. Alles andere als einfach hier. So, Health plus 40. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht hier gerade. Pass mal auf. Wir machen das mal so. Ah, wir machen das mal so, sagt er. Holz haben wir noch. Warte mal, dann machen wir gleich mal. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Steine schmeiße ich mal weg. Daraus machen wir noch mal ein paar Bandagen eben fertig. Verbände, schwupps. Da haben wir nämlich da auch gleich ein bisschen Platz. Ich wollte bauen. Ich wollte bauen. Zack, mal Rezepte. Holzrahmen. Hier kann ich ja wieder nicht bauen, ne? Oh, Mann. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Schnell rüber. Heiliger Mutter Gottes. Aufs Bike und weg. Bloß weg hier. Oh, Hauptsache erstmal auf dem Bike. Alles andere ist ja erstmal noch nicht so dramatisch. Boah, Mann, was für ein Akt. Was für ein Akt. Jetzt habe ich natürlich den anderen Kram, den wir da hatten, nicht mitnehmen können. Aber gut, was soll's. Das war, glaube ich, ein bisschen Öl. Mehr war das, glaube ich, nicht. Jetzt nicht die allerwichtigsten Sachen, die wir da verloren haben. Nur mal hier einmal noch mal rumfahren. Jetzt sehen wir schon irgendwie Poppen Pilz oder sowas. Dann haben wir das zumindest mal aufgeklärt. Auf dem Bike ist es auch alles nicht so schlimm. Da kannst du auch eben mal durch. Das ist auf jeden Fall eine interessante Location hier. Eine interessante Örtlichkeit. Dance Till You Die Studio. Passing Gas Town Hall. Das sind hier schon Poppen Pilz. Geil. Poppen Pilz. Da könnte vielleicht eine Chemical drin sein. So, hier ist nochmal Shotgun Messiah. Das wird vielleicht auch nicht so uninteressant. X Carpet. Hier. Ja, mit 32 möchte ich mich hier nicht unbedingt rumtreiben. Sonst hätte ich ja gesagt, komm, wir gehen nochmal in den Poppen Pilz rein. Aber wenn wir da erstmal reinkriegen und kriegen ein, zwei Dinger gepfeffert, dann sind wir auch gleich wieder kaputt. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal wieder nach Hause fahren. Gerade in der Nacht ist das schwierig. Wobei wir haben eine Tablette. Du bist nicht verletzt. Bist nicht verletzt? Hallo? Was ist das überhaupt für ein Ding? Customize Fittings Schematik. Schematik, was auch immer das sein soll. Rencumbered. Also irgendwie habe ich so das Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Seven Days gerade so ein bisschen einer Meise hat. So. Ein bisschen was trinken. Frieren tun wir trotzdem noch. Das ist ja lustig irgendwie. Bin tatsächlich nochmal gewillt, da reinzugehen. Ich weiß, es ist doof, aber ich... würde ganz gerne gucken. Da oben sind... Ach komm. Nee, nein. Ich habe mich vorhin noch drüber beschwert, warum ich da einfach so reinlaufe. Nein, komm. Komm, machen wir nächsten Tag. Machen wir nächsten Tag. Ja, der Rucksack ist noch da. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben noch zwei, drei Sachen drin haben. Öl und was der Geier, was da drin war. Dachte ich ja schon, so zwei, drei Teile waren da noch drin. Ja. Was? Okay. Goodbye.
In welche Richtung müssen wir überhaupt? Wir müssen nach da müssen. Was ist da hinten? Okay. Mann! Ehrlich doch, was für eine schwierige Geburt. Hallo Zombie. Tschüss Zombie. Und gerade der Kriecher, die sind schwierig hier. Ne, wir machen das dann so, dass wir nächsten Tag fahren wir nochmal her. Würde ich mal so sagen. Wir fahren am nächsten Tag nochmal her und dann, gucken wir uns das nochmal an. Also Poppin' Pills. Weil das würde ich nämlich schon mal ganz gerne machen. Vielleicht haben wir, auch selbst wenn wir keine Chemical Station finden, vielleicht haben wir Glück und finden zumindest einen Beaker. Das wäre zumindest mal eine Geschichte, dass wir vielleicht einen Beaker da finden können mit Poppin' Pills. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, also bleibt ja eigentlich fast nur noch das Krankenhaus, es sei denn, wir klappern wirklich jedes einzelne Dorf ab, jedes einzelne kleine Dörflein, jedes einzelne kleine Gebäude. In der Hoffnung, dass wir entweder einen Beaker finden oder eben dann Poppin'Pills. Aber mit 93, gut, jetzt haben wir 93 von 140, das ist schon nicht so schlecht. Aber in der Nacht ist das schwierig. Ich weiß nicht, was da nachher noch an Zombies angewackelt kommt. Dann machen wir es eher dann so, dass ich mich dann in den frühen Morgenstunden mache, mich auf den Weg und dann finden wir uns sonst, treffen wir uns sonst in der nächsten Folge dann direkt vor dem Haus wieder. Dann müssen wir da nicht nochmal diesen ganzen Rückweg dann auch nochmal zusammen bestreiten. Weil es ist ja doch immer ein kleines, so eine kleine Strecke ist ja trotzdem. Ist man mit dem Bike auch schnell gefahren, aber das muss man sich ja auch nicht 30 Mal in Folge angucken. Das muss ja auch nicht sein. So. Okay, gut. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es für euch interessant ist, wenn ich jetzt weiter nach Hause fahre. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, wenn ich mich dran erinnern kann, in der nächsten Folge noch, dann fahren wir nochmal zu dem Poppin'Pills, schauen da nochmal rein. Dann würden wir uns aber, wie gesagt, in der nächsten Folge auch direkt da gleich vor Ort treffen. Dann würde ich diesen Weg eben halt vorher nochmal schon mal zurücklegen. Und dann, haben wir das dann auch. Ne? Okay, dann vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank bei diesen anstrengenden 3 Folgen hier. Ich brauche jetzt mal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.